Servus! Wir befinden uns hier im Herzen von München, genau genommen auf dem Marienplatz. Hier reckt der FC Bayern München, wenn die Saison gut verlaufen ist, die Meisterschale in die Höhe. Weltbekannt ist auch das Glockenspiel im Turm des neuen Rathauses. Wenn man an Bayern denkt, denkt man zwangsläufig auch ans Bier. Zwischen Viktualienmarkt und Maximilianstraße befindet sich das Hofbräuhaus, gegründet 1589. Sobald sich die ersten Sonnenstrahlen zeigen, zieht es Einheimische und Touristen in die Biergärten. Einer der bekanntesten ist wohl hier im Englischen Garten am Chinesischen Turm. 3 Kilometer von hier entfernt befindet sich die R&V. In der Türkenstraße ist der Sitz der Kunden- und Vertriebsdirektion Südost. Das ist die Organisationseinheit für den Bankenvertriebsweg. Und da schauen wir jetzt mal vorbei. Guten Morgen, Susanne. Hallo, grüß dich, Anne. Herzlich willkommen in München. Vielen Dank. Ich habe gerade gesehen, hier sind mehrere Firmen in dem Gebäude. Befinden wir uns schon im Bereich der R&V? Nein, bis zur R&V müssen wir noch ein paar Meter zurücklegen zur Kunden- und Vertriebsdirektion Südost. Aber hier sind wir im Eingangsbereich des Genossenschaftsverband Bayern und hier sind wir seit einem Jahr zu Hause. Nimmst du dich mit zur R&V? Na klar, komm mit. Das sieht ja gemütlich aus. Ja, das ist unser Wohnzimmer. Hier lässt sich's arbeiten, leben und miteinander im Dialog bleiben. Aha, und hier ist direkt ein riesiges Graffiti? Das ist unsere Strategie hier in der Kunden- und Vertriebsdirektion Südost. Wir haben im Jahr 2022 unsere Vertriebspartner befragt, wie sie die Zusammenarbeit mit R&V bewerten, haben das analysiert und daraus unsere Ziele für die folgenden Jahre bis 2025 und fortfolgend abgeleitet. Und diese gilt es jetzt natürlich umzusetzen, zusammen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unseren Vertriebspartnern und auch in Hinblick auf unser Markterschließungskonzept hier in Bayern, weil wir dort ja eine ganz besondere Wettbewerbssituation haben. Aber dazu erzählt dir Daniel Pilos später mehr. Wie kann ich mir deine Aufgaben hier am Standort vorstellen? Wir haben unterschiedlichste Themen in der Verantwortung bei uns hier in der Kunden- und Vertriebsdirektion Südost. Und die gilt es natürlich in die Kunden- und Filialdirektionen zu transportieren und nach Wiesbaden zu kommunizieren. Und hier einen guten Blick auf die Organisation zu haben, als auch Themen inhaltlich vor- und nachzubereiten, ist mein Job als Assistenz von unserem Kunden- und Vertriebsdirektor Daniel Auer. Und wo viele Themen, da natürlich auch viele Termine. Das heißt, man muss auch einen guten Blick haben auf den Kalender. Das scheint ja ein großes Gebiet zu sein. Ja, hier kommt ja gerade Daniel Pilos, unser Controller. Hi, grüß dich. Hi. Ohnehin noch etwas erzählen zu MEK und kann dir auch gleich unser Gebiet erläutern. Ja, super. Ja, dann komm mal mit, Anne. Anne, ich habe uns hier was vorbereitet. Das gesamte Bundesgebiet wird unter den 4 Kunden- und Vertriebsdirektionen und blau eingefärbt habe ich unsere KVD Südost mit unseren 6 KFDen. Von München bis nach Leipzig, das ist ja ein Riesengebiet. Kannst du da nochmal ranspringen? Ja, klar. Von wie vielen Mitarbeitenden sprechen wir da? In Summe haben wir im gesamten Gebiet 800 Mitarbeiter. Der Großteil sind die Kollegen im Außendienst, die die Kunden beraten und die Bankkollegen vor Ort unterstützen. Wir haben aber auch Innendienstmitarbeiter, so wie mich selber, und mittlerweile über 60 Auszubildende und duale Studenten, die bei den Kollegen im Außendienst das Versicherungsgeschäft von der Pike auf lernen. Stichwort Bankenvertriebsweg. Wie genau funktioniert der bei der R&V? Ich würde sie vielleicht kurz aufmalen. Gerne. Ich finde immer Bilder ganz gut, um sowas zu erklären. Wir haben hier unten unsere VR-Banken. Volks- und Raiffeisenbanken. Die Volks- und Raiffeisenbanken, genau. Unsere Hauptkunden in unserem Vertriebsweg, neben dem Endkunde und letztlich auch unsere Eigentümer. Die Klammer um diese, diese Banken bilden unsere Kunden- und Bezirksdirektoren oder auch abgekürzt die KBD. Dort sind unsere Außendienstmitarbeiter organisiert, die letztlich in diesen Banken die Beratung der Kunden übernehmen und die Unterstützung der Bankkollegen vor Ort sicherstellen zu verschiedenen Versicherungsthemen. Und in unseren Regionen, München, Nürnberg, Leipzig, haben wir dann unsere Kunden- und Filialdirektionen oder KFD. Diese bilden je nach Größe zwischen 6 und 8 Kunden- und Bezirksdirektionen zusammen und organisieren im Prinzip für die Region, dass hier alles passt. Und ganz oben steht letztlich in dieser Pyramide die KVD, in der die 6 KFD organisiert sind. Bei uns in Bayern gibt es noch eine Besonderheit.
Normalerweise oder in anderen Bundesgebieten ist es häufig so, dass hier an der VR-Bank nur wir als Partner stehen. Mhm. Bei uns gibt es auch die Möglichkeit, dass eine Bank mit uns zusammenarbeitet oder mit der Allianz oder eventuell sogar nur mit einem anderen Versicherungspartner der Allianz oder auch der Versicherungskammer Bayern. Spannend. Genau. Okay. Und du bist ja als Controller tätig. Was genau sind deine Aufgaben? Mit meinen zwei Kollegen zusammen betreuen wir mehr oder weniger dieses ganze Konstrukt, was ich dir ja hier aufzeichnet habe. Und unsere Hauptaufgabe, wenn man es sehen möchte, ist, Transparenz zu schaffen über die verschiedenen Ebenen. Ja, welche Produkte sind wo im Absatz? Welche Kunden haben überhaupt welche Produkte? Wie entwickeln sich Kunden in den VR-Banken über die verschiedenen Ebenen hinweg? Und dieses letztlich dann auch jedes Jahr zu planen in das Folgejahr. Also wie erwarten wir der Vertrieb, dass er sich entwickelt? Mit welchen Kosten möchten wir planen? Ja, mit welchem Personaleinsatz wollen wir planen? Und so am ganzen Jahresrhythmus haben wir genug zu tun, ja, und sorgen im Prinzip dafür, dass das Management valide Daten hat, um eine Entscheidung zu treffen. Welche Kolleginnen und Kollegen sitzen denn hier noch am Standort? Ihr habt 3 Etagen. Ja, wir haben ja aktuell 3 Etagen, die wir nutzen beim Genossenschaftsverband. Die Räumlichkeiten sind aber deutlich kleiner wie jetzt in der Direktion, weil hier im Standort im Prinzip in München wirklich nur die Innendienstmitarbeiter aus der KVD und der KFD sitzen und auch von der Maklerdirektion, die sich im 1. Stockwerk befindet, nur eine KBD oder Kunden- und Bezirksdirektion. Deswegen haben wir jetzt hier nicht die Riesengröße wie in Wiesbaden oder in Stuttgart oder in anderen Standorten, sondern haben kleinere Büros. Zusätzlich zur KfD-Makler haben wir dann noch die örtliche Vertriebsverwaltung bei uns, die sich um die Vertragsabrechnungen der Kollegen und um die Personalarbeit kümmert. Und die KfD München, die Kollegen, die sozusagen hier das südöstliche Bereich unseres Marktgebiets betreuen. Der KfD München, der starte ich jetzt mal einen Besuch ab. Vielen Dank, Daniel. Bis bald. Ja, gerne. Uli, hast du noch die Kulanzen gemacht? Die Kulanzen habe ich noch fertig gemacht, aber ich habe noch offen. 2. Stock, hier müsste ich richtig sein. Hallo. Hallo. Bin ich hier richtig in der Kunden- und Filialdirektion? Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank. Wer seid ihr und welche Aufgaben habt ihr? Ich bin die Assistentin vom Kunden- und Filialdirektor Stefan Obermeier. Mein Aufgabengebiet erstreckt sich über Projektarbeiten, PowerPoint-Präsentationen, Reisekostenabrechnungen, Reisen buchen, Veranstaltungen buchen, Veranstaltungen abrechnen, so das komplette Gesamtpaket. Das ist ziemlich umfangreich. Und du? Ich bin zuständig für die Kunden- und Bezirksdirektoren in der KfD München. Unser Gebiet erstreckt sich über Ingolstadt, München, Münchenland, 5 Seenland haben wir dabei, Berchtesgadener Land, Voralpenland ist auch mit dabei. Und ich helfe halt einfach dabei, den Außendienstmitarbeitern ein bisschen zu unterstützen bei Bestellungen. Wenn die jetzt mal Schlüsselanhänger für eine Tagung wollen oder Visitenkarten brauchen, rufen die bei uns an oder beziehungsweise bei mir und dann bestelle ich denen das. Oder die brauchen mal ein Bobbycar, dann kriegen sie halt ein Bobbycar auch noch hinterhergeschickt in die Bank, dass sie was zum Präsentieren haben. Ihr gehört zur KVD Südost, die erstreckt sich unter anderem bis nach Leipzig. Habt ihr mit den Kolleginnen und Kollegen auch was zu tun? Ja, wir arbeiten auch zusammen, unterstützen uns auch und wenn du mehr wissen möchtest, schau doch einfach mal vorbei. Das mache ich. Vielen Dank. Nächster Stopp, Leipzig. Ah, hi, Anne. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns in der Kundenfilialdirektion Leipzig. Vielen Dank, Sandy. Es ist ja total hip hier. Wie nennt sich dieses Stadtviertel? Das ist Leipzig-Plagwitz. Ein hippes und auch sehr junges Stadtviertel, das jüngste Stadtgebiet in Leipzig. Und wie du erkennen kannst, war es mal sehr von der Industrie, von Karl Heine geprägt. Und ja, heute hat sich total geändert. Wir haben eine ganz starke Kultur- und Kreativszene, viel Gastronomie und deswegen hip. Und ihr sitzt hier in diesem Loftgebäude? Genau, tatsächlich. Und ich würde einfach sagen, komm mit rein. Ja, sehr gerne. Ein. Wir schauen mal. Rein, hier ist unser Aufzug. Das ist aber nicht euer Schichtplan hier, oder? Klar, was denkst du? Durchgehend Geschichtsszene am Wochenende, das gibt es bei der RNV nicht. Gut aufgepasst. Nein, wir hatten ja vor uns das Thema Industriegebiet und das war tatsächlich eine Fabrik, die Maschinen für den Papierdruck hergestellt hat. Und ich finde, es ist doch ein nettes Andenken. Das stimmt. In welchen Stock müssen wir jetzt? In den 2. bitte. Alles klar. Dann komm mal rein in unsere 400 Quadratmeter Kunden- und Filialdirektion. 400 Quadratmeter, was gibt es denn hier alles? Ja, hier kann ich dir gleich zeigen, unsere Teeküche. Aha. Unsere Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine ziemlich große Arbeitsfläche, freie Arbeitsfläche für unsere Kolleginnen und Kollegen, die uns besuchen kommen. Wir haben
ja, abgetrennte Büros für den Kundenfilialdirektor, für den Vertriebskoordinator. Wir haben ein Backoffice-Team, was ein größeres Büro hat. Ja, und ansonsten einen kleineren und einen größeren Besprechungsraum. Oh, der ist wirklich sehr, sehr groß. Das ist auf jeden Fall der längste Besprechungstisch, den ich jemals bei der R&V gesehen habe. Wie viele Mitarbeitende gehören denn zur KfD? Also zu unserer KfD gehören tatsächlich circa 150 Kolleginnen und Kollegen, vorwiegend im Außendienst tätig. Wir haben ein kleines Backoffice-Team und ein größeres Nachwuchskräfteteam, da sind wir ganz stolz drauf. Und wenn wir die Kolleginnen und Kollegen unserer Nachwuchskräfte mit dazuzählen, kommen wir tatsächlich sogar auf so 170 Mitarbeitende. 170, das ist ja jede Menge. Und was machst du? Ich bin die Assistentin unseres Kunden- und Filialdirektor, quasi ja, die rechte Hand, unterstütze ihn in seinem täglichen Doing. Wir als Kundenfilialdirektion legen ja Wert darauf, dass unser Geschäftsgebiet optimal betreut wird, dass wir unsere Kunden und Kundinnen zufriedenstellen, unsere Mitarbeitende stets motiviert sind und bleiben und ja auch eng mit den Banken zusammenarbeiten. Und wie groß ist euer Geschäftsgebiet? Das ist tatsächlich sehr groß. Also wir betreuen ganz Thüringen, wir betreuen ganz Sachsen und Teile von Sachsen-Anhalt. Und das Ganze teilen wir dann auf 7 Kunden- und Bezirksdirektionen auf. Und die Chefs von den Kunden- und Bezirksdirektionen, die sitzen dann hier? Die sitzen nicht hier, auch nicht die Kolleginnen und Kollegen auch vom Außendienst. Die kommen tatsächlich gerne hier in unseren Flächen zusammen, um ja, zu tagen, Workshops zu machen, unser Führungskreis, der Betriebsrat. Also dafür, für diese Treffen, werden die Räumlichkeiten gerne genutzt. Ansonsten sitzen die Kollegen in ihrer Region direkt ganz nah beim Kunden in den Banken. Da schaue ich jetzt mal vorbei. Vielen lieben Dank, Viel Sandy. Viel Spaß, gerne. 112 Kilometer entfernt befindet sich die VR Bank Mittelsachsen. Hier in der Filiale in Freiberg sind 6 R&V-Beraterinnen und Berater für die Kunden zuständig. Und einer von ihnen ist Mike Schrader. Hallo, grüß dich. Sag mal, welche Aufgaben hast du denn hier in der Bank? Ja, als R&V-Mitarbeiter betreue ich hier die VR Bank Mittelsachsen im Firmenkundenbereich, zusammen mit meinen Kollegen, die den Privatkundenbereich betreuen. Da sind wir 4 Finanzberater, ein Vertriebsassistentin und ein Firmenkundenberater für die Vorsorgethemen, die betriebliche Altersversorgung. Und was sind das für Kunden? Meine Kunden, die ich betreue im Firmenbereich, ja, Kunden aus verschiedenen Branchen, Landwirte, Handel, Handwerk, Bauunternehmer, Industrie, ja, alle möglichen Themen, die auch im Firmenbereich wichtig sind. Die kommen teilweise hierher, wo wir sie gemeinsam mit den Bankberatern beraten, aber wir fahren auch raus zu den Kunden in die Firmen direkt. Wie sieht es heute aus? Heute haben wir einen Termin beim Kunden hier in der Bank, gemeinsam mit dem Bankberater. Mich würde es freuen, wenn du mich begleitest. Ja, sehr gerne. Ja, okay, na dann. Jetzt muss ich mal direkt fragen, wie kann ich mir denn die Zusammenarbeit zwischen Bank und dir vorstellen? Ja, da würde ich das Wort mal an meine Kollegin abgeben. Herr Schrader ist unser Kollege. Er unterstützt uns im Firmenkundenbereich, im Bereich der Absicherung durch die R&V. Und wenn wir Investitionen oder Vorhaben mit dem Kunden gemeinsam realisieren, dann erstellt er für uns Lösungen und bereitet die auf. Und wir stellen die dann gemeinsam dem Kunden vor, bis es passt. Genau, wir treffen uns gemeinsam zu Abstimmungsrunden, zu Gesprächen und aber auch so wie heute mit Herrn Wolf zusammen als Jahresdurchsprache, wo wir schauen, was ist in der Vergangenheit gelaufen, was ist auch vielleicht in der Zukunft geplant. Und hier ist es immer wichtig, gemeinsam im Austausch zu sein, auch mit der Bank, mit den Bankkollegen und gemeinsam auch mit dem Kunden, um gegebenenfalls auch zeitig an neue Projekte zu denken, beziehungsweise auch neue Risiken, die wir bedenken müssen. Was haben Sie denn für eine Firma, Herr Wolf? Ja, die Flamont GmbH ist spezialisiert auf die Installation von Maschinen und Anlagen. Dies praktizieren wir im Auftrag von namhaften Maschinen- und Anlagenbauern aus Deutschland, weltweit. Klingt spannend. Und welches aktuelle Thema haben Sie zu besprechen? Wir haben letztes Jahr eine PV-Anlage mit kompletten Wärmepumpensystem installieren lassen. Und hier steht aktuell die Versicherungsfrage der kompletten PV-Wärmepumpenanlage im Raum. Und du hast da sicherlich schon Ideen. Ja, man kann das immer am Tisch planen und besprechen. Ne? Das ist immer ganz schön. Das ist aber in der Regel immer der Anfang. Ne? Und schön ist es natürlich dann und am besten, wenn wir uns das vor Ort anschauen können, damit wir auch dort die Analysen starten können und auch die Wertermittlungen für unsere Tarifierung dann in Angriff nehmen können. Das ist ja wirklich eine sehr große Firma. Ja, danke. Und vieles davon ist bei der R&V versichert? Ja, über unsere Unternehmenspolice haben wir das eingedeckt und bieten einen optimalen Versicherungsschutz, weil wir dort viele Gefahren und Risiken in einer Police zusammenbündeln. Das
Das heißt, die Halle ist versichert und die Gebäudeversicherung, die Inhalte, die Warenwerte und natürlich aber auch die Maschinen und viele andere Risiken, die zusammen abgedeckt sind. Und hier gilt es natürlich immer zu schauen, sind wir auf dem aktuellen Stand. Wir hatten vorhin in der Bank darüber gesprochen, wir prüfen halt auch die Investitionen und Neuentwicklungen. Und deswegen sind wir heute hier und wollen die PV-Anlage mit einschließen und schauen uns das dann vor Ort gemeinsam nochmal mit an. Hast du viele so zufriedene Kunden? Ja, ich hoffe, aber nicht allen haben wir so häufigen Kontakt oder zumindest so regelmäßigen Kontakt. Wir betreuen ein relativ großes Gebiet hier in Mittelsachsen mit ca. 1500 Firmenkunden. Und ja, da ist natürlich auch die Hilfe der Verbundpartner angewiesen, gerade im Zusammenspiel mit den VR-Banken bietet sich die genossenschaftliche Beratung an, wo wir auch versuchen, für unsere Kunden Kräfte zu bündeln und gemeinsame Kundenkontakte auch zu nutzen. Dann Ihnen weiterhin viel Erfolg und dir mit deinen Kunden natürlich auch. Danke vielmals. Wir sehen uns beim nächsten Standort wieder.